Morning. Brought you some firewood, Hazel. How kind of you, Thomas. I'll just, go somewhere else. Lena told me you've been a bit under the weather. I have. But Tara's been doing a pretty good job taking care of the farm, wouldn't you say? I suppose. Hazel, I just wanted to say thank you. After my dad passed, you and Robert were there for us. I have never forgotten it. Oh, it was the least we could do. Most things I picked up watching your dad in his garden. He was right about most things when it came to farming. Hard as it was for me to admit. He was just so stern and impossible to please. Well, I'll be on my way. Ja, warum hat sich jetzt gerade mein Holz erhöht? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, was müssen wir eigentlich noch machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Den können wir noch nicht machen. Das war die Ranch, da brauchen wir noch ganz viel Holz für und schon wieder Stein. Wieso brauchen wir jetzt schon wieder Stein dafür? Ich dachte, den hatten wir voll. Ach ja, genau. Und die Kartoffel und den Weizen und den Honig müssen wir noch abgeben. Ich denke aber mal, dass nichts davon bisher... Ja, ist noch nicht mal bis zur Hälfte. Noch 5 Tage. Wieso gieße ich nicht mehr automatisch? Aber die sind immer noch, das sieht immer noch so aus, als ob das schon gegossen worden ist. Obwohl es noch nicht geregnet hat. Das ist irgendwie ein bisschen komisch im Moment. Das dauert noch 2 Tage. Ich dachte gerade, das noch 11 Tage. Nein, das sind noch 11 Stunden. Okay. Das war jetzt doch ein bisschen, das wäre jetzt ein bisschen viel gewesen. So, dann schauen wir hier vorne nochmal. Der ist zu groß, ne? Ja. Da könnten wir allerdings... Da vorne ist nochmal einer zum Sammeln. So, 5 fehlen uns jetzt noch von den Steinen. Bisschen Unkraut haben wir auch. Mich irritiert, dass das hier überall die Schmetterlinge rumfliegen auf der Wiese. Deswegen denke ich mal, dass wir irgendwann vielleicht auch Schmetterlinge im Netz fangen können. Aber ich weiß es halt nicht. Ist hier unten da noch irgendwas? Ja. Unkraut, Pilz, Distel. Ja, und ich nehme mal den Stein nochmal. Dass wir da noch ein bisschen hacken können. Steine sind schon sehr lästig. Da muss man nämlich um einiges mehr draufhauen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass mir jetzt genau ein Stein jetzt noch fehlt. Oh. Kann man nicht nehmen, der gehört dazu, ne? Okay, ich bin sehr froh über das viele Unkraut, aber das mit dem Stein ist doch jetzt echt... Ja, na gut. Wir müssten... Ja, da kommen jetzt 5 raus. Ja, super, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich direkt hier reingegangen. So, 33 Holz haben wir nur von 80. Wir hatten jetzt hier auch nichts, was jetzt klein genug ist, dass wir da... Mal draufhauen können wir, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Okay, dann gehen wir erstmal Thomas besuchen. Ja, der ist da. Perfekt. Moment, ich muss aber noch kurz das Hexenkraut nehmen. Hi, Thomas, nicht weglaufen. Ich wollte mit dir reden. Oh, ist ja unhöflich. Lass doch mal stehen. Sebastian saw I was struggling with my wheelbarrow the other day. He hopped the fence just to give me a hand. Good to see that Violet kept up her parents' work. Sebastian's turning out just fine. Ja, das ist doch schön. Ich hoffe, ich mache mich auch gut. Das kannst du dann meiner Grandma erzählen. Oder auch nicht, weil ich fürchte, wir wissen, wo das Ganze drauf hinausläuft. Und ich schätze noch, bevor das Ganze hier aus ist. Was sehr schade wäre, aber... Ja, was nun mal der Lauf der Dinge ist.
So, das Herz kriegen wir irgendwie nie voll. Ich weiß auch nicht. Blaubeeren haben wir auch keine neuen mehr drin. Euch kann ich nicht fangen. Ansonsten haben wir jetzt hier am Strand nichts. Okay, in jedem anderen Spiel würde ich jetzt sagen, das sind so meine täglichen Sachen, die ich dann offline machen würde und wo ich euch dann nicht mit dabei haben würde. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen wir zum Strand, dann gehen wir mal lieber Richtung Stadt, würde ich sagen. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel besteht ja mehr oder weniger aus diesen Dingen. Weil viel mehr können wir im Moment nicht machen. Wir rennen ja wirklich von, ja, drei Steinen, die wir pro Tag hauen können, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Also ich denke, es werden vier sein. Abwechselnd zum Dorf. Und das ist natürlich nicht allzu viel, was wir machen können. Aber wir können zumindest mit den Leuten reden. Und dadurch verbessert sich auch einiges. Angus is always trying to warn me away from going fishing in that lake in the woods. But I like the woods. They're peaceful. Plus, sometimes I run into Amira. Wow. That sounded way less stalkerish in my head. Okay, bei mir klang das jetzt auch nicht nach Stalking, nebenbei bemerkt. Was steht dir denn schon wieder darum? You'll find that this is a special place. We've all got to work together to take care of it. Ja, das ist okay. So, warum stehst du eigentlich jeden Tag hier, wenn ich dich suche oder nicht suche? Kai's always trying to convince me to join him out on the waves. I enjoy the craft, but it's not really my thing. Ja, das hast du auch schon diverse Male gesagt. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Sachen sich etwas zu häufig wiederholen. Hazel told me that before I moved here, there was nowhere to get a cappuccino on the entire island. Can you imagine that? Kann ich mir vorstellen, aber es wäre nicht so schön, sagen wir es mal so. Oh, die hat offen. Allergy season makes me wish Damon's mother was still here. Having a pharmacist handle everyone's medication took so much off my plate. But Kaya got the chance to work at an amazing clinic in South Africa, so I can hardly blame her for leaving. Na, okay. Ja, Apotheke hätte ich auch gemacht, wobei mir die Farm natürlich mehr zusagt. Also auch mir persönlich, muss ich sagen. Ist er gerade am Kehren? Der ist gerade am Kehren. Hallo, ich wollte dich nicht unterbrechen. My grandmother was a lot like Hazel. She was my biggest champion. When my show got canceled by the network, she said, "Don't worry, Cammy, something better will come along." And she was right. I just wish she could have seen how far I've come. Okay. Dann gehen wir mal nach oben, weil das Problem ist, wir können natürlich jetzt auch nicht allzu viel machen im Sinne von abschließen. Weil die Kartoffeln noch nicht so weit sind, der Weizen noch nicht so weit ist. I tried to get Lena to bring a bouquet of flowers over for Hazel, but she said Hazel thinks get well flowers are stupid. I mean, that does sound like something Hazel would say. Ja, Blumen können einen auch nicht wirklich bei der Genesung helfen. Also von daher ist das schon okay. Das ist dann eher so. Ich sag mal, die können einem ja auch nicht bei der Trauer helfen, wenn man sie dann mitbringt, deswegen. My mom sometimes calls me by my sister's name. We don't look anything alike. Hm. Ah. Most of the time I don't mind the twins, but they have like an energy level of an entire busload of kids. It would be cool if they could bring it down a notch, you know? Ihr seid aber halt alle in der Klasse, ne? I forgot to do my language arts worksheet. Please do it for me. I think Mrs. Soft would be onto us pretty fast. Oh, come on. You're probably not that much better at language arts than me. Na, das würde ich jetzt mal nicht behaupten. Emmy and Finn are always getting scraped up. I used to think they healed fast because they're kids, but I'm pretty sure it's magic. Cameron is really the leader this community has been waiting for. Oh, spiritual leader, I mean. Obviously, my husband is doing a fantastic job.
Mhm. Also das hört sich irgendwie alles so an, dass die den anderen besser findet. Ey, du hast mal geöffnet. Hi. I heard about Hazel. Are you doing okay? Here, have these. Taking care of plants frees up your mind, so it can work through stressful stuff. Believe me. I know. Thanks, Violet. Ja, ich würde dir auch gern ein Geschenk geben, aber ich habe zu wenig Geld, um was zu kaufen und wüsste auch nicht was, ehrlich gesagt. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Stimmt, wir haben uns das noch nie angeschaut. The sign says it's an ancient stone covered in runes. So cool. Meine ich zumindest. Das kann man gar nicht anschauen, okay. Hallo? Oh, euer Ernst jetzt? Jetzt muss ich da komplett rumlaufen. Ja, aber zu dem Schlüssel, glaube ich, sagte sie nichts. Nee. Kann vielleicht doch sein, dass wir uns das schon mal angeguckt haben. Ich bin mir nicht sicher. Wenn das nur das eine war, dann wäre das möglich. Hier ist bestimmt wieder nichts, was wir so machen können. Nein, natürlich nicht. Hallöchen. What's wrong, Angus? My older brother just sent an announcement. He and his wife are expecting again. In the fall. Congrats! Isn't that great news, Uncle Angus? No! That kid better keep bacon till after our wedding. Knowing my luck, he'll be born the day before and none of my family will come. Ja, ist nicht unbedingt das Schlechteste. Aber ich kann ihn schon verstehen irgendwie. So, dann ist die Frage. Dienstag sollte sie ja eigentlich arbeiten. Ja, dann gehen wir hier erstmal rein. Kai's hair is always perfect. He's given me some great tips, but these girls just won't be tamed. So, die Frage ist... Eisenbachen ist klar, aber das war Silber. Das heißt, Moment, die Schaufel. Schaufel? Dafür brauchen wir Eisenbarren. Wie geil ist das denn? Allerdings 20 Stück davon. Das ist nicht so geil. Die Frage ist, was können wir mit der Schaufel holen? Die Eisenbarren... also das Eisenerz, was wir geholt haben, ist alles schon weg, ja. Das heißt, okay, das sind zwei jeweils brauchen wir nur. Das ist schon mal gut. Ich war ja überrascht darüber, dass das so wenig war letztes Mal. Ach so, hier hatten wir ja nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in Richtung Wald. Vielleicht bekommen wir da auch nochmal irgendwas zum Sammeln. Ich weiß es ja nicht. Dann könnten wir mit Shelby nochmal sprechen, wenn wir ihn finden. Aber der ist ja meistens, sage ich mal, im Wald. Oder eigentlich immer, ne? Ich glaube, ich habe ja noch nie außerhalb des Waldes gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Es sei denn natürlich, er ist abends in unserer magischen Vereinigung da. Oh, sehr schön. Eine Alraune. Und ich habe Holz gefunden. Sehr geil. Weil ich sonst ja leider nichts habe. So. 36. Ich hatte aber, glaube ich, jetzt keinen Trank mehr gemacht, den ich noch trinken konnte, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich muss schon sagen, das dauert. Ja, das kann ich vergessen mit einmal schlagen. Have you ever been by the Consciousness Center, Shelby? Why would I want to do that? Heard that Cameron's always going on about walking the path. Never seen him set foot in these woods, I'll tell you that. Ja, dann hat das wohl nicht so viel Sinn mit dem Schreiten des Pfades. Allerdings muss man dazu sagen, es ist auch nicht so gemeint, ne? Dass man in den Wald gehen soll, das weiß man ja. Ah, wir haben noch einen Pilz, ein Pilz. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir eine Küche oder sowas brauchen, um die ganzen Viecher hier endlich mal einzufangen. Ich finde das unfair. Ich laufe überall an irgendwelchen Viechern vorbei und kann nichts davon einfangen. Die müssten doch eigentlich auch to come back tonight to harvest moonflowers. Ja, sehr schön. Das ist gut. Schlecht ist, dass wir jetzt, glaube ich, nichts mehr haben. Doch, wir haben noch ein Bananenbrot. Ah...
Sehr, sehr geil. Das habe ich total vergessen. Hatten wir... Ja, hier hatten wir noch eins. Ach, das wird zwar heute immer noch nicht reichen, aber... Beziehungsweise wir haben auch nicht allzu viel. Und ich kann halt eben noch nichts holen. Ah, doch, hier ist noch ein kleineres. Ich kann halt eben noch nicht die bessere Axt holen, damit ich die größeren Bäume machen kann. Was sehr, sehr lästig ist, ehrlich gesagt. So. Vier brauchen wir noch. Hier oben haben wir nichts, was wir irgendwie noch mitnehmen könnten. Schade. Das heißt, mit dem Holz wird es wohl heute auch nichts werden, so wie es aussieht. Also, dass das wenigstens mal beendet ist oder so. Mit ihm haben wir gesprochen. Jo. 12 Uhr, die armen Kinder, die müssten doch eigentlich schon längst Pause haben. Die sitzen den ganzen Tag da in der Schule. Ich habe noch nie gesehen, dass die Pause haben oder dass die... Ja gut, Schluss haben natürlich schon, wenn Feierabend ist, aber... Dass die wirklich Pause haben zwischendurch, das habe ich noch gar nicht gesehen bisher. So, da oben, glaube ich, ist sonst auch nie was drin, ne? Weil es kann natürlich sein, sonst... Das ist auch noch zu groß hier. Da brauche ich die andere Spritzjacke für, ne? Ja. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt für den Rest irgendwie noch angeln oder so. Und das Problem ist, schau mal eben nach. Also, Steine haben wir jetzt genug. Uns fehlt... Ach, uns fehlt noch eine Menge Holz. Wieso bin ich jetzt bei 50 gewesen? Ach, das war das hier. Ran an den Schuppen. Ja, das brauche ich ja nicht. Wir brauchen 80 Holz insgesamt. Also, das wird sich noch eine ganze Weile leider hinziehen, bis wir das machen können. Ja, das Problem ist, wir müssen den Schlüssel finden, um weiterzukommen, nehme ich mal an. Weil das, was ich ja bisher gefunden habe, das war ja nur Sandstein. Und die anderen in dieser Mine, die waren ja auch nur Sandstein. Also das waren ja die gleichen Dinger hier. Und das ist zum Graben, aber beim Graben denke ich mal nicht, dass wir da Kupfer finden. Es wird ja normalerweise abgebaut. So, Moment. Ach, hier kann man auch Steine abbauen, oder? Das sind normale Steine. Nehme ich mal stark an. Nee, das solltest du jetzt eigentlich nicht machen, aber ist okay. So, okay. Damit haben wir zumindest schon mal wieder einen Eisenbarren. Das ist nicht allzu viel, aber... Naja. Was anderes haben wir jetzt nicht, ne? Wir haben nur noch Wunderwachstum... Bananen darf ich nicht essen, ne? Ja, darf ich nicht essen. Aber Bananenbrot, Moment. Kann ich Bananenbrot selber machen? Weil das wäre natürlich noch eine Option. Aber ich weiß nicht, ob wir dafür das Rezept haben. Das ist das Problem. Ja, eigentlich kann ich doch hier drüber laufen, ne? So. Bananenbrot. Ich weiß zwar nicht, warum wir das an der Herdplatte machen müssen, aber egal. Brot, Maisbrot. Natürlich haben wir kein Bananenbrot. Lasagne hätten wir noch. Was brauchen wir für Lasagne? Oh, da brauchen wir ganz viel für. Okay. Mit Fischstäbchen habe ich... Ja, müssen wir den Tintenfisch jetzt aufbewahren? Eigentlich nicht, oder? Weil ich möchte endlich mal in der Mine weiterkommen. Das ist das Problem. Schokolade, dazu fehlt Zucker. Aber da wissen wir jetzt auch nicht, wie viel das jetzt ausmacht. Was ist denn das? Hefe. Hefe, okay. Schauen wir mal.
Oder gehen wir erstmal. Moment. Ich weiß nicht mehr, wie viel jetzt die Fischstäbchen überhaupt ausgemacht haben. Doch, das war fast die Hälfte. Würde ich sagen, füllen wir uns einmal erst auf, gehen wieder zur Mine. Weil das ist eigentlich ja recht gut. Also wenn ich so überlege, ich meine klar, das Mehl war es, glaube ich, was wir noch dafür brauchen. Das kostet natürlich einiges. Kostet nicht einiges, sondern da müssen wir natürlich auch was für bezahlen. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so teuer. Und das Problem ist nämlich, wenn ich immer wieder das Gleiche hier vorne wegmache, finden wir wahrscheinlich den Schlüssel nicht. Also mit anderen Worten, wenn das immer wieder respawnt hier, dann denke ich mal, dass wir den Schlüssel wahrscheinlich nicht so einfach finden. Ich hoffe jetzt stark, dass der im Eisenerz drin ist. Ich meine, der kann natürlich auch hier in diesen Sandstein drin sein. Theoretisch. Wobei wir ja sowieso Eisenerz brauchen, also machen wir uns nichts drunter vor. Stimmt, zwei hatten wir, glaube ich, zuletzt beim Bürgermeister ausgegeben. Oh, und schon wieder keinen Schlüssel. Ich krieg die Krise. Ist auch keiner dabei. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wie das jetzt ist, wenn wir jetzt... Aber Steine brauchen wir jetzt im Moment nicht. Normalerweise denke ich mal, dass der wahrscheinlich eher in der Nähe von der Tür ist, weil immer haben wir den ja in der Nähe von der Tür bekommen. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil das immer wieder voll gespawnt wird hier. Obwohl, wir haben noch Fischstäbchen. Moment. So, da müssten wir allerdings am nächsten Tag auch nochmal angeln gehen. Ich meine aber, beim Angeln wird nicht so viel Energie verbraucht. Ich weiß es nicht so umgerechnet. Meine Stimme hört sich auch schon an, als ob ich die Nacht durchgemacht hätte. Oh ja. Oh, Entschuldigung, ich habe dich abgebrochen. Das wollte ich nicht, aber wir haben endlich den Schlüssel. Yes. Yes. Oh Gott, ich weiß auch nicht, wann Kupfer endlich kommt. Ob das jetzt an der Ebene liegt oder... Hier scheint aber auch wieder keins dabei zu sein. Na toll. Oh, was ist das? It's locked tight. Da brauchen wir jetzt auch noch einen Schlüssel für, oder was? Oh Gott. Nein, nein. Oh, komm, ernsthaft. Ich stehe direkt vor dem Ding. Ich habe das direkt anvisiert und der kriegt es nicht hin, da drauf zu schlagen. Aber wenigstens war das noch das Letzte, was ich machen konnte. Ach, den kann ich so aufheben. Ach, konnte ich den davor dann auch aufheben? Musste ich den gar nicht kaputt machen? Das wäre natürlich geil. Das wäre wirklich geil. Was ist das denn hier? Kann man hier nichts mehr machen? Anscheinend nicht. Hier unten geht es auch nicht weiter. Okay. Ebene 4. Ja. Das Problem ist, dass man immer wieder rauskommt. Also das finde ich blöd gemacht. Ich dachte, dass man vielleicht jetzt dadurch, dass man auf das Schild klickt, jetzt auswählen kann, wo man hin zurück möchte. Aber offenbar nicht. Jetzt sind die weg oder was? Hier waren noch zwei kleine Steine. Vor allen Dingen sind die jetzt wieder alle neu gespawnt. Oh Gott. Also das ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig hier. Ich weiß auch nicht. Na gut. Ja, viel können wir heute eigentlich nicht mehr machen. Wir müssen halt immer noch auf unser Getreide und so weiter warten. Hier ist jetzt aber nichts Neues gespawnt oder so, ne? Dass wir jetzt noch irgendwas aufsammeln können. Nee, sieht aber nicht so aus. Okay. Ja, also wie gesagt, die Ranch möchte ich unbedingt noch machen. Deswegen spare ich da drauf. Wir müssen auf jeden Fall noch jede Menge Holz holen. Eigentlich müssen wir nur noch das Holz holen. Eigentlich brauchten wir jetzt gar nicht in die Mine. Das Problem ist halt,
dass da nicht so viele sind, mit denen man arbeiten kann. Und ich denke, dass wir in der Mine wahrscheinlich erstmal weiterkommen müssen, irgendwie auf eine andere Ebene noch oder so, dass wir dann endlich mal Kupfer kriegen und dass wir dann dadurch die verbesserte Axt machen können, damit wir endlich auch hier weiterkommen. So, das ist klar. Kann dann Werkzeugschuppen verbessern. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, eine und zwei davon. Also das geht auf jeden Fall in der nächsten Runde, wird das alles fertig sein. Ja, ich schaue nochmal, aber ich glaube, den Trank können wir immer noch nicht machen, weil wir noch nicht genug da haben. Das war der. Ja, so, ja, stimmt, da brauchen wir auch das Kupfer für. Insofern Calciumpulver auch. Ich weiß nicht, wo ich Calciumpulver herkriegen soll. Beziehungsweise Calcium generell. Ja, Oma, können wir mit dir noch reden, oder? Grandma, how did you find out you were a witch? Oh, my Aunt Vivian was in the coven, of course. She used to have all these boarders come and go from a house she owned in town. Turns out, they were visiting witches, come to see our wellspring for themselves. Although I think a few may have just been coming to see Aunt Viv, now that I think of it. Ja, das war jetzt eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich meine, ich weiß, wir haben jetzt 3:10 und ich meine auch, dass wir irgendjemanden jetzt nicht gesehen. Ach so, unseren Surferboy, glaube ich, haben wir nicht gesehen. Der könnte, ach so, am Strand, da könnte ich doch noch mal ein letztes Mal hingehen. Weil die ganze linke Seite, da haben wir ja nichts gefunden. Entsprechend könnte es vielleicht sein, dass wir dann auf der rechten Seite noch ein, zwei Muscheln finden. Da kommt man dahin, wo wir schon waren. Mit Thomas haben wir auch schon gesprochen. Ah ja, sehr schön. Hier ist noch eine Muschel. Eine Banane wäre natürlich auch nicht schlecht. Die kriegen wir aber natürlich nicht. Mit dir habt doch. Kriegen wir doch. Ich wollte gerade sagen, mit Shelby haben wir auch schon gesprochen. So, da vorne liegt aber normalerweise eigentlich nichts. Ja, gut, dass ich da nochmal vorbeigegangen bin, weil das ist dann doch was man halt selten kriegt. Und ja, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, Muscheln, braucht man die für irgendwas oder kann ich die vielleicht verkaufen? Ich meine, das sind zwar nur so Kleinigkeiten. Andererseits, ey, ist schon komplett, ne? Zwei haben wir davon, sechs davon. Hexenkraut brauchen wir auf jeden Fall. Die Alraunen, die wären halt eben wichtig. Na ja, komm, wir machen. Oh, ein Spiel hing gerade. Hallo? Ah, jetzt geht's weiter. Was war das? Das ist jetzt das erste Mal, dass mein Spiel hier wirklich richtig am Hängen war. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, ehrlich gesagt. So, ja, dann würde ich sagen, auch wenn wir jetzt 4 Uhr haben, dass ich mich jetzt ins Bettchen lege, beziehungsweise sie sich jetzt ins Bettchen legt. Und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir hoffentlich endlich mal die Ebene vielleicht finden mit dem Kupfer. Also ich denke, ich werde mich da drauf konzentrieren. Erstmal ein bisschen angeln gehen, ein bisschen vorbereiten gehen. Vielleicht ist dann ja auch schon wieder die Folge zu Ende. Ich weiß es nicht. Wir müssen ja auch noch mit allen sprechen, damit wir die leveln können. Und ja, dann liegt mein Fokus auf jeden Fall erstmal auf der Mine, weil ich möchte gerne diese blöde Kupferaxt bekommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Oh, am I ready for bed?